Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Männerlords. Ja, wir schauen uns mal wieder an, was diese Folge zu passieren ist. Ich sehe gerade, dass wir relativ wenig Nahrung wieder haben. Aber wir sind, stimmt, wir waren letztes Mal beim Kurzform Verhungern, aber haben es noch knapp über die Ecke geschafft. Hier Lebensmittellager voll, Gemeinschaftsofen. Weil keiner den Gemeinschaftsofen aktuell leert. Was relativ blöd natürlich ist, wenn die Dinge nicht leeren. Selbst hier ist aber schon Nahrung drin, ne? Ha? Wie viel Mehl ist hier noch drin? Ist hier noch was drin? Nee. Aber wir haben jetzt hier schon einige Felder und hier auch eine Viehfläche, wo wir hier gerade noch eine Schafszucht aufbauen. Na, guck mal, da ist Katharina und Katharina fährt den Ochsen. Mit einem schönen Stückchen Holz. Das ist der Teil angezeigt, Warenüberschuss, Standard. Gesamter Lagerbestand, Warenüberschuss. Verstehe ich hier was nicht? Wie kann ich von... zu 126, weil ich 107 droht habe und jetzt wahrscheinlich... Ah, wird dann das gesamte Brot angezeigt. Okay, 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 okay. Das ist ja der Burgplan. Da kann ich hier Außentürmchen errichten. Da muss ich noch gucken, wie ich das mache mit dem, mit der Festung. Straße errichten. Steueramt. Außenturm, Mauer und Tore. Okay, das... ist natürlich sehr interessant. Da muss man auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen probieren. Der Winter ist auf jeden Fall da und die Wohngemeinden hier auch. Was ich auch ankündigen will, ist, ich werde diese Serie ab sofort wieder ungecuttet bringen, denn ich finde, ich habe es ein paar Mal gecuttet, aber ich finde, das ist nicht wirklich so ein Cut-Spiel, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr haltet, das wäre mir auf jeden Fall wichtig. Benötigt Bauarbeiten, benötigt Schafzucht. Ja, okay, 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 ich schau mal, wo wir was freikriegen. Hier, großes Lagerhaus, da machen wir mal einen frei. Ich finde einfach, hier passiert zu viel in kurzer Zeit aktuell, dass man irgendwie cutten könnte. Ich will es mal in der Zeit probieren, wie ihr es findet, wenn wir es ungecuttet lassen. Es würde mir natürlich ein bisschen Zeit sparen, ohne Frage, was irgendwie aktuell gar nicht so... aber ich habe wirklich teilweise 2-3 Stunden an einer Folge so ein bisschen rumgecuttet, um herauszufinden, wo ein guter Cutpunkt ist. Es war nicht so, wie ich es mir erhofft hätte, dass dieses Spiel wirklich schick zum Cutten ist. Vielleicht sowas, wenn man DayZ macht oder GTA RP, da kann man bestimmt mehr cutten, wie jetzt hier. Aber ich denke, bei sowas wie hier dem Spiel ist es schwer zu cutten. Ich hoffe, ihr versteht es und ihr könnt mir auch natürlich gerne sagen... was? Wo hat sich in der nächsten Zeitblick, was? Was passiert hier gerade? Eine Gruppe von Räubern wurde in der Nähe gesichtet. Selblix. Ah, hier. Ja, die wird ja hoffentlich nicht zu mir durchrücken, sondern den Kollegen angreifen. Wen greifen die jetzt an? Ich hoffe doch nicht, dass die ernsthaft zu mir marschieren. Ich bin nicht so vorbereitet, dass ich das jetzt abwehren könnte. Das wäre jetzt sehr, sehr ungut.
Müssen wir so gucken, ansonsten müssen wir eine Warnung aussprechen. So. Na, aber jetzt hat langsam geht die Nahrung auch wieder hoch. Das könnte gut passen. Das könnte gut funktionieren. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht, was ich hier mache. Ich werde es auch nochmal in der nächsten Folge sagen, dass ich das jetzt fürs Erste wieder ungecuttet lassen möchte. Einfach weil ich auch beim Aufnehmen das Problem hatte, irgendwie, dass ich mir nicht sicher war, wie ich schneiden soll, ohne euch zu viel Content wegzunehmen. Aus dem, was hier passiert, da mache ich lieber wieder 30 Minuten Folgen für die Serie und ihr habt längere Folgen mit mehr drin, also mehr am Abend zum Gucken, anstatt dass ich hier mich rumcutte und ihr am Ende findet, dass das Ganze komisch geschnitten ist. Eure Meinung gerne in die Kommentare, ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet und was ihr bis jetzt vom Cutting-Stil gehalten habt. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall vielleicht noch ein, zwei andere Sachen bringen, wie sowas wie DayZ würde ich gerne machen oder GTA RP wieder. Ich werde mir vielleicht Grand MP mal anschauen. Aber ja, so, wo lauft ihr hin? Ich hoffe echt nicht zu mir. Von der Rennrichtung her wäre es genau auf mein Dorf. Das würde aber auch heißen, dass ich demnächst ein Problem kriege. Wo ist denn das her vom anderen, der es angekündigt war? Ne, sind echt die Feinde gehen gleich gegen mich. Ich glaube, wir müssen hier schauen, dass wir wieder Hinterhaltsbogenschützenangriffe planen. Wenn die genau durch dieses Tal kommen, könnten wir mit den Bogenschützen hier in den Wäldern aufhalten. Das ist eine große Macht und ich habe nicht so viel, dass ich mir... Es ist halt echt Bevölkerungslimit, ne? Das Bevölkerungslimit macht es gerade echt schlimm. Ich habe keinen Schmied, dem ich sagen könnte, hey, schmiede mir Rüstung. Bedürfnisse nicht erfüllt, ja, Lebensmittel aktuell. Wir müssen warten, wenn die irgendwo hier an der Grenze sind, müssen wir an den Wald hier vorrücken und hoffen, dass wir sie abhalten können. Ich glaube, das ist jetzt aktuell Schlauste. Weil die rücken sicher auf mich vor. Ich kann zwar mit 60 Bogenschützen gegenhalten, aber das sind halt allein noch mehr. Und ich habe nur 30 plus 2 hier. Das macht's nicht besser. Oh no, oh fuck. Shit, warum kann man das einfach entfernen? Shit. Das könnte jetzt mein Untergang gewesen sein, dass ich das so gemacht habe. Warum geht keiner in die Truppen? Ach, come on, ach, leck mich doch. Ich habe gerade noch einen Bogenschützentrupp wieder entfernt. Wo bleiben Soldaten, wenn man sie braucht? Wir haben noch welche. Die kommen an unsere Grenzen, Leute. Oh, fuck. Oh, please not. Oh, no. Warum kommt denn keiner? Gut. Bereit zum Sammeln. Wie viel kosten mich gerade Rekruten? Vergiss es. Vergiss es einfach. Die kann ich mir nicht leisten. Weil das ist Schatzkammer. Und Schatzkammer habe ich nicht. Ja, mindestens 5 Rekruten. Ich weiß auch nicht, warum keiner ankommt. Achso, die darf ich auch nicht holen. Ich darf also aktuell nur sie hier sammeln.
Warum habe ich... Why? Ich habe doch genug Rekruten, oder? Nur weil man fehlklickt, dass man da keine Auflösung kriegt oder Warnung. Ja, feindliche Einheiten gesichtet. Ach was. Nein, nicht Einheit entfernen. Ah, das regt mich gerade auf. Jeder Haushalt müsste genug Bögen haben für den Krieg. Das kann mir keiner erzählen, dass wir hier keine... Oder schmeißen sie dann die Bögen weg? Das wäre peinlich. Ich glaube irgendwie nicht, dass das sie aufhalten wird. Dann geht ins Militär, kämpft für das Volk. Das ist die nächste Einheit. Ich kann nicht alle aufhalten. Vor allem fallen die nicht um. Was ist das denn? Ey, das sehe ich jetzt echt nicht ein. Das sehe ich echt nicht ein. Fliehen jetzt alle in die Burg oder was? Ach, come on. Nein. Was ist das? Das ist... Ressourcen... Ach, jetzt... Die bringen jetzt langsam alle Ressourcen zurück. Ins Lager. Aber allein sind hier so 200 Bögen auf Lager. Schaut mal, wie viel hier auf Lager ist. Sind bloß lustige, doch große Schilde. Die hätten locker anfangen können. Wir können das immer noch retten, Leute. Wenigstens die Bauern arbeiten noch. Feuer ist ausgebrochen, Ruine. Die fackeln jetzt unsere komplette Anlage ab. Fuck. Ja, jetzt fackeln sie da hinten alles ab. Ach, ich verstehe es doch ehrlich nicht. Warum fängt denn keiner an? Keine. Das passiert, wenn keiner zum Militär bei uns geht. Uns brennen gleich unsere ganzen Nahrung nieder, alles. Ja, das war's mit Zweinau. Da können wir jetzt zuschauen, weil es fängt ja keiner an im Militär. Ja, das war Zweinau, ne? Wait, sind sie jetzt wieder geflohen? Obdachlosigkeit. Ach was! Erstmal alle wieder aufbauen, bitte. Vor allem die Wohnhäuser. Schau mal, wie viel von dem Dorf gefackelt hat. Haben wir jetzt 17 Untätige? How?
Die haben nicht mal alle Häuser abgerissen, aber ich habe angeblich jetzt 17 untätige Arbeiter. Ja, gucken wir, das geht. Oh, die Kirche haben sie auch abgefackelt. Finde ich super. Wenigstens der Bauernhof steht noch. Aber dafür brauche ich noch Leute. Ach, wir dürfen... Die checken auch nicht, was abgeht, oder? Das halbe Dorf ist abgefackelt. Was haben sie zu bestellen? Ach du, meine Bedürfnisse, die vergisst du eh nicht, oder? Ja, mein Speicher ist auch Schrott. Nächstes Mal geht's ins Heer, bitte. Da, jetzt dürfen sie schön im Feuerbrunnen, der Feuerbrunst hier hackeln. Okay, die Sachen fliegen noch ein bisschen, aber ja. Läuft die mit einem Speer rum? Warum läufst du mit einem Speer rum? Transportiert Speere. Mhm. Ich will ja dazu nichts sagen. Aber hätten diese Speere nicht an die Front gehört? Überlegt mal, wir hätten noch die zwei... Jetzt habe ich wieder einen vollen Bogenschützentrupp. Wow. Wow. Was passiert? Was passiert hier? Hier fliegt Holz. Holy shit. Also schau mal, wie viele Tote hier sind. Überall. Holy shit. Ich bin mir froh, dass ein Großteil des Dorfs irgendwie noch steht. Verbleibende Trauertage 24. Die Sache musste kürzlich einen Verlust hinnehmen. Ja. Ihr könnt mit euren Freunden im Dorf reden, die nicht an die Front gegangen sind. Verbleibende Weideflächen, Viehbestand. Eine Wiese, auf der eure Schafe und Lämmer grasen können. Was heißt eine Weidefläche 0 von 5? Hä? Hier ist eine Weidefläche. Ach nee. Die Schafzucht kann hier drinnen. Ah, okay. So, langsam aber stetig wächst wieder das Dorf. Die Wohnungen leben wieder, Lebensmittelstand steht wieder. Ah, mittlerweile habe ich keine freien Dorfbewohner. Okay, es waren halt viele auch zum Beispiel im Speicher betätigt, die dann hier gearbeitet haben oder hier. Es waren halt doch an vielen Ecken irgendwie eigentlich Leute am Arbeiten. Aber wir haben jetzt auch relativ viele verloren, leider. Ja, ja. Wir lassen sie erstmal trauern. Unsere Flagge am Boden. Da wird er abgetransportiert. Der Kollege, der unsere Flagge hielt und treu dem Volk gedient hat. Betrayed. Schau mal, es geht keiner ins Heer. Null! Nur weil ich verklickt habe oder was? Wenn ich dich jetzt auf Null mache und sage, ich brauche wieder einen Bogenschützentrupp, geht dann wieder. Hä? Fehlende Rekruten. Dich darf ich nicht. So, wenn ich also hier hingehe, ich sage, ich brauche eine Miliztruppe. Hä? Bogenschütz? Bogenschütz? Muss ich das verstehen? War das verbuggt?
Oh, wir haben gerade so viel Dorfleute verloren. Uff. Die Felder sind noch relativ riesig. Können wir Prio zu Feldern setzen? Feldpriorität, das ist Weizen. Hat hohe Priorität. Und du hast auch eine hohe Priorität. Und du hast eine niedrige Priorität. Eine weitere Familie schließt sich euch an, Sire. Das hätte aber auch, ehrlich gesagt, viel schlimmer. Es hätte das komplette Dorf abfackeln können. Also man muss schon sagen, wir hatten es auch wiederum gut. Nicht genug vorrätig. Ja, Nahrung, ist klar, das ist schon immer so. Ein weiteres Team schließt sich uns an, das ist gut. Die Kirche steht auch gleich wieder. Neue Söldnerkompanie, ja, bringt mir wenig. Wir haben 340 auf Lager. Eine neue Familie schließt sich euch an. Müsst ihr denn nicht hier irgendwo arbeiten anfangen können? Vielleicht sollte ich die Feste auch woanders hinsetzen. Ich schaue es mittlerweile mit meinem Heer aus. Das zündet auch schon ein paar Mann wieder. Zwar noch nicht so viel gerne, wie ich hätte, aber es wird langsam. Ja, der große Speicher war halt auch eigentlich sehr gut bedient. Ich sehe eine niedergelassenen Familie an. Je mehr sie anschließen, desto besser ist es. Aber wir haben schon einen Schmied. Wer ist denn hier von uns der... Wer von euch ist der Schmied? Ja, du machst Bögen, du bist der Bogenmacher. Du bist der Schildmacher. Du bist der Schmied. Also wenn ich dir sage, Stangenwaffen produzieren, dann produzierst du Stangenwaffen. Kann man auch, gibt es hier, einen Rüstungsschmied gibt es auch. Vielleicht wäre es nicht mal schlau, wenn wir schauen, dass wir einen Rüstungsschmied auch herkriegen. Eisen sollten wir eigentlich auf Lager haben, oder? Eisenerz, Holzblock, vorübergehend, Werkzeug, Speere. Und wir haben mehr Eisenerz wie irgendwas anderes. Es schließen sich auch immer mehr Leute an. Es kann natürlich gut sein, dass das einfach unser Problem auch die ganze Zeit war, dass jetzt sozusagen die ganzen Dorfbewohner tot sind, die eigentlich hätten arbeiten sollen. Aber schließen sich immer mehr an. Es kann gut sein, dass einfach nach einer Zeit auch hier unsere Felder wieder funktionieren. Unsere kleinen... Unser Lamm. Was wartet das denn? Geht wohin? Finde ich eine gute Idee. Einfach wohin gehen. Haben wir jemanden auf Fell? Achso, ja stimmt. Warte mal, ihr wurdet auch alle niedergefackelt, oder? Ach ja, da war... Oh Gott, da mal. Ja, ich weiß, wir brauchen Bauarbeiter. Wir haben keine Nahrung aktuell mehr, das macht es aber nicht wirklich besser. Ah, der Ofen. Der Gemeinschaftsofen ist ja auch abgefackelt, fuck. Wenn ich mal gerade... Wo hat der sich jetzt angeschlossen? Wo? Arbeiten.
Den brauche ich auch gerade nicht. Oder sie können alle hoffentlich sich erstmal hier beschäftigen mit. Aber je mehr sich wieder anschließen, desto besser sollte das ja für uns sein. Ja, die kümmern sich jetzt erstmal ums erste Feld, das finde ich super. Die anderen kümmern sich um anderes Feld und dann sollten sie alle auf das laufen und dann auf das hier. Weil wir haben mittlerweile schon Mai. Ah, das könnte ungut werden. Wir müssen uns halt jetzt echt viel erholen. Ach, da kommt wieder ein Familienmitglied dazu. Ich glaube, es ist halt echt so, dass die Familienmitglieder... So, jetzt laufen sie alle rüber aufs andere Feld und machen das fertig. Wo läuft der hin? Ein Jäger, der jagt. Wo zur Hölle geht der jagen? So, der Gemeinschaftsofen ist wieder da und der braucht natürlich... Ja, der hat Mitarbeiter, super. Der hat Mitarbeiter. Weil ich glaube, er kann uns noch irgendwie Lebensmittel retten. Aber wir haben natürlich auch nichts mehr auf Lager. Das ist... Hahaha, ist das eklig gerade. Deswegen, wir brauchen dringend unsere Felder. Wir haben noch ein bisschen Fleisch und Eier. Das ist aber nichts für unser Dorf. Hatte nicht die Mühle noch ein bisschen? Was denn? Nee, die hat auch nichts mehr. Falsche Hoffnungen. Ha, schön. Ah, fuck. Sammlerhütte. Ja, dann wird das jetzt unsere Hoffnung sein, dass wir diese Sammlerhütte beauftragen mit allen möglichen Leuten. Warte, warte, die muss ich auch wieder sagen, dass sie aufbauen sollen, ne? Alles, was abgefackelt ist, muss ich persönlich sagen, wieder aufbauen. Alter, das war jetzt aber schon frech, mal ganz ehrlich. So, baut mal eure Marktstände wieder auf. Ihr solltet wieder arbeiten können hier. Lebensmittelstand, so. Jagdlimit auf 5 verringern. Oh ja. Ich habe gedacht, wir haben uns endlich mit der Nahrung erholt. Wir können uns darauf vorbereiten. Vorräte in der Nähe. Ja, schön. 7 Eisenerz. Ah, schau an, aber... Oh ja, schau mal, wie... Ja! Wie lange dauert's? 80 Tage. Bis zur Ernte. Mitglieder in der Familie hätten wir jetzt genug, du. Also, holy shit. Aber ich habe auch noch für ihn keinen Flug. Ich muss den schweren Flug erst noch entwickeln. Ja, ich kann eure Bedürfnisse gerade nicht hören. Es tut mir echt leid. Aber das ist, geht gerade nicht nur euch so. Wir hoffen gerade da drauf auf einfach irgendwie Magic. Deswegen, der Rennofen wird jetzt auch mal verringert von den Mitgliedern her. Wir müssen ein paar hier reinkriegen. Aber wir scheinen auch alle mittlerweile zu begraben zu haben. Bedeutet, ihr kann auch raus. Und sich auch dem Sammlerteam anschließen. Ich hoffe, dass wir damit wenigstens einen nachhalten. Auf der Stelle graben, Leute. Los geht's. Upsala. Das nennt man russische Fleißigkeit, würde ich sagen. Huiuiuiuiui. Das bedeutet, das Feld braucht auch 73 Tage, das braucht auch 73 Tage. Super. Dann haben wir die Gerste und dann machen wir noch den Flachs. Mit Flachs können wir dann nicht Leinen herstellen und neue Kleidung. Das sollte ganz gut tun. Außerdem will ich dann eigentlich schauen, dass wir vielleicht langsam in die Richtung von mehr Eisen gehen können auch. Wir haben Kräuter, aber Kräuter gleich sind kein Essen. Minus. Wie hat man Minusnahrung?
Wie geht das denn? Also wir haben wieder einen Monat Nahrung auf Lager. Ich sehe das mal positiv. Ich weiß auch nicht, warum die Kollegen es nicht hinkriegen zu jagen. Ich muss vielleicht mal die Straßen auch verbinden hier. Schau, wir wollen das jetzt hier noch ein bisschen. Da sitzt der Jäger und hoffentlich jagt er ein bisschen auch hier. Im Jagdgebiet. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für die erste Folge Uncut, Männerlords. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir schauen, ob wir uns endlich von diesem ganzen Chaos erholen können. Also, bis dann.